Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück. Let's play Tales of Graceseth. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Ausgang aus diesen Ruinen hier gefunden. Was die Frage aufwirft, warum ich immer noch hier drin bin. Aber das werdet ihr gleich sehen. Ich bin nämlich hier ein bisschen reingegangen zum Trainieren und zum Gucken, ob ich hier auch alles gefunden habe, was ich auch habe. Und da ist mir dieses Gitter aufgefallen und das gucken wir uns jetzt mal an. Mental berührt. There's the illusion of a girl and then Lambda. Could that mean that Lambda? Are you thinking about something? I'm wondering about this Lambda thing that was in the records. I'd like to know too. Maybe touching you will help us figure it out. Really? I guess we could try. Don't listen to her. She's lying, Sophie. Nothing so far. What are you doing? Oh, I'm touching me. She found a loophole to my logic. Oh Gott, es wird so zweideutig. Okay. Ja. Ich habe ein paar mehr Titel dazu bekommen und wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen besser gewaffnet. Muss mir mal angucken, was wir jetzt hier bekommen haben. Ich gucke mir die gar nicht an. Ich schalte die einfach nur frei und dann gehe ich im Leben weiter. So. Was haben wir hier? Frostbrecher. Kreisangriff, gut. Frostbrecher habe ich den einen Titel für bekommen. Boxerin, physischer Angriff. Ja, physischer Angriff. Und Lichtpalisade ist auch gut. Für Richard haben wir auch ein paar bekommen. Aber nichts Gutes, wie sich herausstellt anscheinend. Ma. Okay, dann. Ja. Und was haben wir hier? Magneto, geil. X-Insekt. Angriffszeichen, Nachtfaltenkralle, okay. Ja, sie kann auch unsere Charaktere hochbuffen, aber ich mache erstmal Magnetor. Weil ich glaube, das ist gut. So, im Mix habe ich übrigens das Buch reingelegt, womit wir 11 bekommen. Mein PC geht wieder voll ab, geil. Und, ja, weil wir keine 11 mehr haben, deswegen habe ich das Buch da reingetan, damit wir wieder 11 zurückbekommen, weil jetzt können wir ja nichts bekommen. Und da waren Turtles, was die ganze Aktion wieder ruiniert hat. Wir haben Befehl, den Prinz von Winter bei sich Kontakt festzunehmen. Was auch immer er getan hat, es muss etwas Schwerwiegendes sein, wenn man ihn auf ihn, wenn man uns auf ihn. Ja, egal. Ich bin der Prinz, hallo. Ihr seid die schlechtesten Ritter aller Zeiten. So, Pascal. Ja, ihr werdet übrigens jetzt auch sehr oft sehen, dass ich Pascal steuere. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, echt so. So, okay. Können wir neue Waffen kaufen? Stahlgeschossstab, Stahlsäbel. Vielleicht hier so was. Eine weiße Bluse. Ein Stahltunika, ein Stahlschutz. Können wir mal auf SP kaufen. Und jetzt haben wir wieder gar kein Geld. Es ist so Wunderbärchen. Egal. Wir müssen immer noch nach Grailside. Oh, und wir haben neue Monster. Hi. Und wir haben irgendwas, wir haben irgendwas gerade hergestellt mit Elfnitzer, glaube ich. Ich kann auch gar nicht. Ich habe doch gar nichts mehr. Aber wir haben Titel bekommen. Weiß nicht. Kann ich ja sehen. Boah, jetzt halt einfach. Verbrennen. Sagt. Also eigentlich immer das richtige Attribut einsetzt, das hat kein Ding. Haben wir einen Titel bekommen? Jo. Keine Ahnung, irgendwas stand da auf jeden Fall. Wir haben, ach, wir haben doch, oh, ich bin so ein Idiot, wir haben doch den Mixer aufgeladen, ist doch klar. So, und neue Rezepte sollte ich mir auch mal irgendwann hier anschaffen. Ich hätte vielleicht mal ein paar Sachen, egal. Machen wir irgendwann später, wenn wir genug Geld haben, wenn wir genug Asche haben. Weil Asche ist immer hier irgendwie ein Problem. Ey, ich wollte gegen den kämpfen, hallo? Jetzt sind wir einfach noch nie vorbeigelaufen, ich weiß es nicht. Los. Richard, what's wrong? Nothing. I'm fine. We've been walking for a while. Do you want to rest? I don't want to slow you down.
Hey, come on, if you feel all woobly, you shouldn't push it. We don't mind taking a little break, right, Sophie? Sophie? Stay back! Richard? I'm sorry. You startled me. Aw, don't worry, Sophie. He's just kinda shy. Man lehnt nicht die Hand einer Lady ab, hallo? He says a thing for you or whatever, cause he got all worked up when you touched him. Wait, oh my gosh! That means he's my rival! Sophie, you can't like him too. You just said you liked Asbel the best. You can't keep changing your mind like this. What's gotten into you two? Asbel, Sophie, I'm sorry. Please forgive me. I think I'm just very tired. Richard, are we friends? Yes, Sophie, of course we are. Friends? Then why? Let's keep going. Merkwürdig. Ja. Kommen wir zum Geschäftlichen. Richard hat Berührungsängste gegenüber Sophie. Was soll denn das? Kann irgendjemand Berührungsängste gegen Sophie haben? Das geht doch nicht. Oh, der Angriff, der ist so geil. Weil wir hier überall Pflanzengegner sind, die anfällig gegen Feuer sind. Nicht Palisade, gut. Das ist hier ein A-Art. Also von der letzten Stufe. Nummer 2 ist auch schön. So, what's Grailside like? It's on the shores of Lake Grail, ruled by a man named Duke Dallin. Can I also ask who this Duke Dallin is? He's a distant relative of the royal family. Yet he maintains the largest standing army in the kingdom. Dallin's father saved my father's life a long time ago. And our families have been close ever since. And you think Duke Dallin will save you? I think he can be a great deal of help. Perhaps more so than anyone else. More than anyone? Asbel? No, I just mean, it's good to have such a powerful ally at your side. Okay, Nummer 2 ist auch gut. So, mein Stuhl hat ein bisschen die Sequenz gestört. Egal. Risikovorsorge. Delicious. So hey, have you known Sophie long or what? That was a quick change. Well, come on, we've got all day. Sophie, Richard, and I have known each other for 7 years. If this is the same Sophie. The same Sophie? What do you mean? How should I explain this? Come on, what is it? I should be careful what I say to her. Hey, are you keeping secrets or whatever? Well, look. Back in my hometown, we made a pact of friendship, and Sophie was part of the group. Oh my gosh, friends are awesome! I totally want to make a friendship pact with everyone! Aha. Das hat sich hier schnell erledigt. Ja, ich habe schon eine genommen, aber danke, dass du mir alle anbietest. Oh, ich nehme mal den Schatz hier, den ihr ja wahrscheinlich versteckt habt. Oder das glitzernde Ding, was hier liegt. Eine Giftnadel. So, ich glaube, da oben auf dem Hügel war auch noch was. Aber erstmal zum Geschäft. Oh, ich finde es so schön, dass die alle gegen Feuer anfällig seid. Oh, meine ich. That one was for the lady next door. Schön. Magneto erlernen. Geil. So. Na dann, ist hier was? Ist hier was? War da was? Nö. Danke. Okay, haben wir hier was? Nein, da kann man gar nicht rein. Ich dachte. Heißt nach Grailside, Walbrook Grailside, Walbrook Grailside, Walbrook Grailside. Oh nein, ich habe mich verirrt. Ein feuchter Kristall.
Ein Baum, der einen Spaziergang in einen Wald macht. Was ein Schluck hier zu überleben ist, 50 zu 50. Die Chance. Hi. Feuer. 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 Hier brennt alles, Mann. Oh Gott. Richard, was machst du da? Bams. Sometimes I can't help but envy you, Pascal. Ja, das hat man doch schon mal. Forgive me, Your Majesty. I hadn't realized. No, I didn't mean that I wanted your staff. Ich meine deine Haarfarbe. Ich hätte auch gern zwei Haarfarben. So. Hi. Mysteriöser Typ, seht ihr, das ist ein Kampfschwert. Endlich habe ich eins. Ja, damit. Wenn Fanatschak Schwerter haben, müsst ihr wissen, das bedeutet mir also eine Menge. Das ist ein Kampfschwert, okay. Ma. Wenn du dieses Kampfschwert erwähnst, dann gib es mir auch. Hey, da oben. Die Schatzröhre verschwindet einfach, als da wieder zu weit entfernt war. So, was haben wir hier? Irgendwas Wichtiges? Ultimative Waffen? 40 Gummi. Okay, geht auch. Und dahin kann ich schon was sehen. Vielleicht ist das ja das berühmte und berüchtigte Grailzeit, wo wir auch mal ein paar Anfragen und so annehmen können, weil das ist eine Stadt und das wäre schön. Weil wir haben vier Charaktere, jetzt wird sich das lohnen, definitiv. Hi. Ich berühre mich nicht. Warte mal, Magnetor. Da möchte ich nicht auf Dingens. Magnetor, machen wir hier. Und er hat schon eine Boink. Ich kann euch an mich heranziehen und dann kann ich das machen. Ach ja, und je mehr Dinger man hintereinander einsetzt, so weniger ist die Wirkzeit. Niedriger ist die Wirkzeit, meine ich. So. Sophies Freund, Titel. Hey, da haben wir doch gerade drüber geredet. Wie wir festgestellt haben, sind die beiden Freunde. Aber was macht das? Doppelmond. Dünn, dünn. Mach mal das. Wenn so aufgeladen angefangen, sehen schön aus. Ein potenziell gefährliche Substanz. Seine Chance, einen Tropfen zu überleben, stehen 50 zu 50. Dann trinke ich mal die ganze Flasche. Glück, Glück, Glück und ich überlebe. So, wir haben Grailzeit erreicht. Wunderbar. Grailzeit, das Juwel am Meer. Ey. A state of emergency is in effect. None are allowed inside the city without explicit permission. Wait, he's Prince Richard. Okay, die erkennen mich. Please forgive me, Your Highness. We shall inform the Duke of your arrival at once. Richard's a prince? That's awesome! If Richard is a prince, then what is Asbel? Ich bin die Bitch des Prinzen. I don't know. I don't know what I am now. I apologize for making you wait. You're all free to pass. Thank you. Is Dallin at his manor? He is, Your Highness. All right, Asbel. Let's find Duke Dallin and see if he can shed some light on our current situation. Okay. Oh, oh, oh. Na Gütchen, dann gehen wir mal nicht direkt dahin, sondern überall anders. So, wir gucken uns hier erstmal um. Ausrüstung. Wir können erstmal ein paar Sachen wieder ausgeben, denke ich mal. Wow, wir haben voll viel Geld. Ja, kommt von den Stahlsäbel, ne? 12 Stempel, yeah. Und Pasta. Ein Schal, rotes Dingens, eine Stahlscheide, die können wir uns auch noch leisten. So, da können wir die alte kaufen. Obwohl, nee, kann ich nicht. Anfragen, hallo? Muss ja jetzt mal gucken. Ich würde mal sagen, erstmal übernachten wir. Da muss ich auch gucken, welche Titel ich gerade ausgerüstet habe.
Wenn mich das auch lohnt. Für den FPR. So, was können wir denn für Anfragen ausfüllen? 150 und 320. Eine süße Fußkette und ein Brennbann. Ah, ne, bekommen wir. Muschelkalk und Sirup brauche ich. So. Ja, okay. Tun wir die mal hier ausfüllen und die ausfüllen. Richard erlernt Doppelmond. Dünn, dünn. So, da hat sich nicht viel getan, okay. Was wollen wir denn noch alles? Grünes Kreis. Banditen haben meinen Sohn auf den alten Grail-Landstraßen sein grünes Kreis geraubt. Nun will er es zurückholen. Bitte helft ihm. Aha, das stimmt, genau. Darum kümmern wir uns ein andermal. Pasta Carbonara. Das kann ich nur irgendwie machen, glaube ich. Ne? Wer bist du? Wie, wer bist du? Have you been researching this area long? Nope. Oh, where were you before? Oh, you know. Ever since I left my hometown, I've just been kicking around the world. You traveled the world by yourself? Who exactly are you, Pascal? Funny, I totally ask myself that all the time. Wait a minute. You don't know who you are? For sure. I mean, do you know who you are? Well... Like, why am I here and stuff? Where'd I come from and where am I? Uh-oh. I saw you, Sophie! You can't hide! Do I know who I am? That's really the heart of the matter, isn't it? Warum wurde ich geboren? Wer bin ich? Warum bin ich überhaupt am Leben? Wir sind hier nicht in Tales of the Abyss, hallo? Oh, prüfen. Ah, okay. Gut, dass ich mich hier umsehe. Jetzt sind wir wieder draußen, ne? Gucken wir uns noch hier gründlich um. So, hey. Prof. So, hier haben wir den Teemarkt. Wo bist du, Tee angeführt? Und hier können wir, glaube ich, wieder zurück nach Land. Da können wir uns auch noch mal umschauen eigentlich. Aber nicht jetzt. Gehen wir erstmal hier in Grail-Zeit alles abklappern. Prüfen. Hier geht's zur alten Grail-Landstraße. Zerschmetterter Knochen. Geil. So, was? Achso. Ich glaube, rechts ist der Hafen. Und ja, ah, da liegt was am Boden. Das hole ich mir erstmal. Vielleicht ist das wichtig. Ein Rapssamen. Cool. Den werde ich mir merken. Und Sophie erhält den Titel Sprinterin. Cool. Wo ich eigentlich nicht mit ihr gelaufen bin. Autokapier, Erholung plus 5. Verdammt, was habe ich denn jetzt noch ausgezippt gehabt? Zerstörungswut, nehmen wir das. Das klingt sehr gut. So, hier haben wir den Hafen. Den erkunden wir auch noch mal. Dann würde ich sagen, machen wir bald Feierabend hier. Ich bin ja schon hier seit der Flucht aus Barona. Also, nachdem wir aus der Höhle rausgekommen sind, bin ich ja schon dran und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich meine Taten hier. Jetzt habe ich meinen Job erledigt und gepennt. Pasta Carbonara, genau. Muss ich ja noch herstellen. Das heißt, hier muss ich herstellen, aber ich will es herstellen. Für Ruhm und Ehre. Hi. Der zweite in der Hauptstadt wurde eingestellt und ich kann euch nicht sagen, warum. Arsch. Okay, dann gucken wir mal. Ey. Hier ist nichts. Nichts. Zeigung, wir sind momentan nicht im Dienst. Okay, dann du mich auch. Das hat sich ja sehr gelohnt. Hey, eine Katze. Miau. Ja, nimm eine Muschel. Okay, kann ich hier rein? Nee. Mama, ich kann nicht da rein. Okay. Ja, dann gehen wir wieder zurück nach Grail's halt, nachdem wir hier produktiv alles erledigt haben.
würde ich sagen. Und zwar jetzt. Geil. Okay, dann gucken wir mal, was haben wir hier noch? Ich will es doch wissen. Hier kommen wir wieder hinterm Gasthaus, genau. Hi. Ein Plüschkobold. Wofür der wohl ist? Verkaufe ich für euch dieses Zauberbuch für nur 50.000 Galt, nicht kaufen. Ihr seid ein harter Verhandlungspartner, mein Freund. Aber gut, 3.000 Galt und kein Galt weniger, nicht kaufen. Verdammt. Hey, das ist ein Hund. Kann ich dir auch was geben? Wow. Nein. Ist da noch was? Nein. So, da ist das Anwesen von Herzog Dalen. Schwarzplatz südlich von hier, oder? So, dann stellen wir noch mal hier die Pasta Carbonara her. Damit wir noch ein paar Titel hier aufleveln. Und so halt. Ach, Lagerhaus, da können wir ja auch noch rein. Wollt was kaufen? Dann schaut euch um. Und dann geht. Pasta Carbonara. Da können wir auch ein paar Sachen hier herstellen. Einfach mal so. Wo sind die Essenssachen? Ach, hier. So, nee, nicht hier. Pastetenteich. Pasta. Nehmt mal zwei, damit ich nur einen übrig habe. Ich kann einfach mal ein paar Sachen hier erstellen. Einfach irgendwas random hier kochen. Jetzt ganz bestimmt nicht jedes hier einzeln vorlesen und so. Jetzt habe ich keine Muschel mehr. Akasoba-Nudeln. Auf jeden Fall mal ein paar Rezepte hier so. Eine Angelrute und eine Edelrute. Edelrute? Was? Gewöhnliches Metall. Danke, vielen Dank. So. Fällt mir ein. Das können wir hier rein tun, mal das gewöhnliche Metall. Weil die werden wir brauchen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. 17,1 Vervielfältigung. Egal. Wird schon klappen. So, Lager aus. Da war ich noch nicht. Jetzt finde ich irgendwo Pasta Carbonara. Ich wette darum. Eine magische Katar Nummer 31. Klaus Katar. Darfst du besiegen? Ist das dein Ernst? Hast du sie noch alle? Ich wollte dich vorbereiten, die Schlacht schützen, die perfekte Methode, um sich umbringen zu lassen. Warum nutzt ihr keinen Allesteil und habt so euren Schaden? Vielleicht seht ihr dann sogar eure Mama wieder. Du mich auch. Was bist du denn für einer? Also einen richtig beschissenen Arbeitstag gehabt, oder? Okay, dann gehen wir noch ins Gasthaus und geben die Quest ab und dann war's das für heute und auf ewig. Jum. So, dann wow, das hat's gemacht. Ja, Kreisangriff, das ist gut. Störungswut, das ist auch gut. Keine neuen Dinge haben wir ja mehr, ne? So, was hast du hier noch? Kreisbeteiligung und Versteinerung und X-Angriff, X-Insekt, nö. Angriffszeichen, da können wir lernen. Zwei Arts, das ist doch gut. Und du. Nee, muss jetzt nicht. Was ist denn Widerstand? Mal, ist es so schwer. Machen wir das hier. So, dann. Ja, okay, das war's dann. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Sag du auch tschüss. Danke. Tschüss.